Die Schauspielerin Natascha Kuhner wird beschuldigt, ihren Schauspielerkollegen Erich Neuner gegen seinen Willen auf der Bühne oral befriedigt zu haben. Geschah es aus Lust oder Rache? Wir verhandeln die Strafsache gegen Natascha Kuhner, das sind Sie. Und zwar verhandeln wir heute als Schöffengericht, weil Sie der sexuellen Nötigung und Körperverletzung angeklagt sind. Und sexuelle Nötigung ist ein Verbrechen. Die Anklage wird vertreten durch Frau Staatsanwältin Langenfeld und als Ihr Herr Verteidiger erschienen Rechtsanwalt Hofmann. Frau Kuhner, nehmen Sie bitte hier in der Mitte Platz. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Natascha Kuhner. Sie sind am 1. Juni 1976 in Dortmund geboren. Sie leben in 3 Jahren in Berlin-Kreuzberg. Sie sind ledig, vom Beruf Schauspielerin. Ja. Was verdienen Sie da? 3.500 netto. Also ungefähr 1.800 Euro. Vorbestraft sind Sie nicht, Bundeszentralregister ohne Eintrag. Frau Staatsanwältin, bitte ich um Verlesung der Anklageschrift. Ja. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen der Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am 10. September 2001 gegen 21.15 Uhr nutzte die Angeklagte eine künstlerisch-erotische Szene in einer Theatervorstellung im Alternativtheater am Kurfürstendamm in Berlin, um ihren Schauspielkollegen Erich Neuner gegen dessen Willen sexuell zu stimulieren und ihn anschließend oral zu befriedigen. Die Angeklagte wird somit einer sexuellen Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 177 Absatz 1 Nummer 1, 223 Absatz 1, 52 StGB. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, will Ihre Mandantin Angaben zu dem Vorwurf machen? Ja. Ja, Frau Kuhner, dann erzählen Sie mal Ihre Sicht dieses Vorfalls. Das ist ja absolut lächerlich. Ich habe in der Vorstellung wie immer an einem Plastikdildo rumgelutscht. Herr Neuner hätte wohl gern, dass ich ihm einen blas, aber da kann er lang drauf warten. Also mal ganz langsam, nicht mit diesem Vokabular hier im Gerichtssaal. Ja? Schildern Sie uns doch mal, wie es überhaupt möglich wäre, in dieser Vorstellung etwas gegen seinen Willen in dieser Richtung zu tun. Naja, also wir führen zurzeit am Theater so eine Verwechslungskomödie auf und da gibt es eine Szene, wo das Publikum nur den Schattenriss sieht und da knie ich halt vom Herrn Neuner, mach seine Hose auf und hol den Plastikdildo raus. Also das ist dieses Ding hier, das die Polizei auch sichergestellt hat. Ja, genau der. An dem lutsche ich dann so lang rum, bis der Herr Neuner seinen Text gesagt hat und einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Ja, und dann packt er sein Teil wieder in die Hose. Sind Sie sich sicher, dass Sie an dem Tag nicht irgendwas verwechselt haben? Nee, bestimmt nicht. Ja. Können Sie sich dann wenigstens vorstellen, wie es dazu kommt, dass der Herr Neuner sich so belastet? Ja, keine Ahnung, vielleicht will er seine Neue beeindrucken. Seine Neue? Evelyn Stolz, die sitzt da hinten, die ist neu bei uns am Theater. Obwohl, ich glaube, das hat sich schon wieder erledigt. Also komisch ist ja schon irgendwie die Vorstellung, dass ein Mann seiner neuen Freundin so etwas erzählt oder so etwas tut, um ihr zu imponieren. Imponiert man da mit einer Frau, wenn man mit einer Schauspielerkollegin? Weiß ich nicht, wie er das so handhabt. Hatten Sie selbst eigentlich mal mit dem Herrn Neuner irgendeine außerberufliche Beziehung? Ja, 9 Monate lang. Und wie lange ist das her? Ein paar Wochen. Kann es denn sein, dass Sie den Herrn Neuner durch Ihre Handlung irgendwie zurückgewinnen wollten? Soll doch glücklich werden mit dem Flittchen. Eine Vermutung. Noch Fragen ansonsten, Frau Staatsanwältin, Herr Verteidiger? Nehmen Sie bitte wieder neben Ihrem Herrn Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, bitte den Zeugen Erich Neuner. Zeuge Neuner, bitte. Herr Neuner, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Als Zeuge vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden, das wissen Sie sicherlich. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien. Sie heißen Erich Neuner, ist der volle Name? Ja. Sie sind 32 Jahre alt, Dresden geboren und leben jetzt in Berlin? Ja. Von Beruf? Schauspieler. Schauspieler, Familienstand? Ledig. Und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Ja, wir haben von der Angeklagten bereits gehört, was in dieser Vorstellung so normalerweise hinter diesem Schattenriss stattfindet. Ja, dann erzählen Sie uns bitte mal, was in der Vorstellung vom 10. September vor sich gegangen ist. Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Normalerweise holt Natascha, also Frau Kuhner, in dieser Szene einen Plastik aus meiner Hose raus und sie tut so, als würde sie mir einen blasen. Aber an diesem Abend, an diesem speziellen Abend, hat sie diesen Plastikdildo einfach zur Seite gelegt. Und sie hat meinen echten aus der Hose geholt. Und sie hat mir echt einen geblasen. Obwohl ich das nicht wollte.
Herr Neuner, man unterstellt, dass das so passiert ist, wie Sie uns das schildern hier. Warum haben Sie sich da nicht gewehrt? Ich meine, wenn Ihnen so etwas Schreckliches passiert als starker Mann, hätte man sich doch dagegen wehren können. Was heißt hier wehren? Ja, wie denn bitte? Wie stellen Sie sich das vor? Also zuerst mal muss ich sagen, bin ich natürlich vollkommen perplex gewesen. Das ist doch hoffentlich verständlich und naheliegend. Man ist wie vor den Kopf geschlagen. Damit rechnet man einfach nicht. Und zweitens, das muss ich einfach dazu sagen, damit das vielleicht klarer wird, hat sie mir einfach brutal in die Eier gekniffen. Verstehen Sie? Sie hat mich einfach voll am Sack gehabt. Verstehen Sie, was ich sagen will? Das tut einfach weh. Das sind höllische Schmerzen. Und ich konnte nicht mal richtig Luft holen. Wissen Sie, wenn Sie eine Frau so am Wickel hat, dann sagen Sie nicht mehr viel. Also Sie haben das dann einfach über sich ergehen lassen? Was heißt hier über mich ergehen lassen? Immerhin sitzen ungefähr 700 Leute im Zuschauerraum. Wir sind mitten in einem Stück. Das Stück muss weitergehen. Was soll ich denn tun, bitte? Gibt es denn irgendeinen bestimmten Grund, warum die Frau Kuhner zu solchen ungewöhnlichen Maßnahmen greifen sollte? Wahrscheinlich war sie einfach sauer auf mich, weil ich mit ihr Schluss gemacht habe und weil ich jetzt mit Evelyn zusammen bin. Der spinnt doch. Ganz ruhig. Irgendwie muss es sie doch auch erregt haben. Immer vorausgesetzt, es war so. Es hat anscheinend alles funktioniert, wenn wir uns Ihre Schilderung anhören und auch in die Ermittlungsakten schauen. Trotz der Schmerzen, die Sie uns hier schildern, das kann ich irgendwie nicht ganz glauben. Manchmal hat man sich nicht ganz im Griff, okay. Aber verstehen Sie, vom Kopf her wollte ich es mit Sicherheit nicht. Ganz sicher nicht. Aber es ging hier ja nicht um den Kopf nur. Es ist schon im Grunde schwer nachvollziehbar, denke ich, dass es letzten Endes zum Samenerguss kam. Das war wohl so, oder? Verstehen Sie, wir hatten eine ziemlich lange Zeit zusammen. Die sexuelle Beziehung war wichtig. Da muss man sich nicht besonders Mühe geben, wenn man dann einfach den Dingen so erliegt. Oder wie soll man das sagen? Ich meine, es ist einfach eine... Kann man vielleicht sagen, Sie wollten es anfangs nicht? Oder wollten Sie es überhaupt nicht? Nein, ich wollte es nicht. Sie wollten es nicht. Noch Fragen an den Zeugen? Frau Staatsanwältin, Herr Verteidiger, bleibt als Geschädigter 61 Ziffer 2 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte hier hinten Platz. Herr Seelhoff, bitte als nächstes den Zeugen Remling. Der Zeuge Remling, bitte. Herr Remling, nehmen Sie bitte hier vorn Platz. Sie wissen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss und Sie könnten auch vereidigt werden. Ich bräuchte zunächst Ihr Personal. Sie heißen mit Vornamen Matthias. Sie sind 45 Jahre alt, richtig, in Berlin geboren und Sie leben auch in Berlin. Ja. Mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Und von Beruf sind Sie Inspizient. Was macht man denn so als Inspizient? Ich kenne die Stücke. Ich sorge für den personellen Ablauf. Ich kümmere mich darum, dass die Schauspieler rechtzeitig an der richtigen Position sind und bringe sie in die entsprechenden Gassen vor ihrem Auftritt. Das heißt, Sie waren an diesem Abend, um den es geht, irgendwo hinter der Bühne und haben diesen Vorfall auch beobachten können? Ja. Schildern Sie mal, was Sie beobachtet haben. Normalerweise gucke ich ja nicht zu, aber an dem Abend halt doch. Es war halt so, dass die beiden so unruhig waren. Und es soll ja alles klappen. Und dann habe ich mir gedacht, gucke ich halt doch zu, von der dritten Gasse aus. Das ist so ein bisschen hinter der Bühne. Ja, und was haben Sie da gesehen? Eigentlich haben die beiden das gemacht, was sie immer machen in der Vorstellung. Das heißt also, sie hat ihm dramaturgisch eingeblasen. Nur war die Sache ein bisschen anders. Der Erich hat so einen merkwürdigen Gesichtsausdruck gehabt. Wie soll ich sagen? Verkrampft. Mhm. Ich würde fast schon sagen, schmerzverzerrt. Mhm. War es denn jetzt dieser Plastikdildo wie sonst immer oder war es der echte? Das konnte ich von der Seite nicht sehen. Sie sagten gerade eben, Sie waren am Anfang beunruhigt und haben deswegen zugesehen. Warum waren Sie beunruhigt? Ja, die beiden hatten sich vor der abendlichen Aufführung im Theatervorraum einen Mordskrach geliefert. Da flogen richtig die Fetzen. Es ging wohl darum, dass der Erich wegen der Stolz die Kuhner verlassen hatte und die Kuhner hat es noch nicht akzeptiert. Was ist denn konkreter gesprochen worden bei diesem Streit? Er hat zu ihr gesagt, sie soll sein Ding in Ruhe lassen. Also er hat sie ausdrücklich verboten. Was, um welches Ding ging es denn da? Ja, also seinen Penis. Mhm.
Haben Sie vorher was mitbekommen, wie es zu dieser Aussage kam? Das Gespräch vorher? Weil Sie interpretieren es ja jetzt schon. Ja, es kann sein, dass er befürchtet hat... Nicht kann sein. Haben Sie was gehört jetzt vom Gespräch direkt? Er hat nur gesagt, dass du mir ja mein Ding in Ruhe lässt, sonst passiert also vorher nichts. Es ist ja wohl klar, was damit gemeint ist. Ich wollte nur also er hat Sie ausdrücklich verboten, dass Sie ihn oral belästigt oder... Ja, so würde ich es vornehm ausdrücken, ja. Unsererseits noch Fragen an den Zeugen, Frau Staatsanwältin? Nein. Herr Verteidiger, Vereidigung wird verzichtet, denke ich, bleibt der Zeuge nach 61 Ziffer 5 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank, nehmen Sie bitte hier hinten Platz. Herr Neuner, ich glaube, wir sollten uns noch mal unterhalten. Kommen Sie doch bitte noch mal nach vorn. Erinnern Sie weiterhin an Ihre Wahrheitspflicht. Und Wahrheit heißt auch, dass man die ganze Wahrheit sagt. Warum haben Sie uns denn von diesem Streit nichts erzählt vor der Vorstellung? Ich hielt das nicht für so wichtig. Herr Neuner, bitte. Sie kennen die Angeklagte. Sie ist hier angeklagt. Sie kennen den Sachverhalt und halten das nicht für wichtig? Ich weiß nicht, passiert Ihnen das regelmäßig, dass Sie Frauen es im Vorfeld verbieten müssen, dass sie vor Ihnen auf die Knie fallen und Sie oral befriedigen? Also bitte. Nein, natürlich. Ja, so ist ja unglaublich. Scheint es aber zu sein, wenn es nicht wichtig ist. Nein, natürlich passiert das nicht dauernd. Aber ich meine, man kann es nie genau wissen. Ja. Hatten Sie einen bestimmten Grund? Ganz in Ruhe, Herr Neuner, ganz in Ruhe. Hatten Sie einen bestimmten Grund? Ganz mit der Ruhe. Hatten Sie einen Grund, sowas anzunehmen? Ich möchte lieber nicht darüber reden. Ja, da gibt es keinen Grund, drum rumzuduxen. Hatten Sie einen Grund, sowas anzunehmen? Also gut. Es war so, als wir noch zusammen waren und als ich mit Natascha, also Frau Kuhner, diese Szene gespielt habe, haben wir immer ganz normal den Plastikdildo benutzt. Es war nie etwas anderes vorgekommen, aber auf einmal hat dann Natascha, es war nicht meine Idee, es war ihre Idee. Was? Sie hat dann auf einmal den Plastikdildo zur Seite gelegt und sie hat einfach meinen echten genommen und... Ja, sie hat mir dann einfach echt... Stimmt das denn so, Frau Kuhner? Ich meine... Ja, am Anfang haben wir das schon gemacht. Ich meine, verstehen aber Sie das? Aber später nicht mehr. Schon gut im Moment. Das war aber abgesprochen dann. Das heißt, Sie haben da eingewilligt und dann hat sie es gemacht, wie auch immer. Verstehen Sie, ich meine, da sitzen 700 Leute im Publikum und sie bläst ihr da ein. Ich meine, das... Ja, ich muss das gar nicht näher erklärt haben. Wie oft war das denn? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht viermal, vielleicht fünfmal. Mhm. Also zweimal. Ganz ruhig. Es scheint Sie aber regelmäßig erregt zu haben. Kann es nicht sein, dass es Sie an dem Abend vielleicht auch erregt hat? Es macht ja wohl einen Unterschied, ob er. Frau Kollegin, ich habe gerade den Herrn Neuner gefragt und ich hätte gerne eine Antwort darauf. Ob es Sie an dem Abend erregt hat? Ich meine, bei Ihnen hat alles körperlich, rein technisch funktioniert. Ja, sicher. Sicher hat es mich irgendwie erregt. Gut. Nur, verstehen Sie, ich hatte mich klipp und klar von ihr getrennt. Wir waren nicht mehr zusammen. Ich war einfach getrennt von ihr. Und deswegen wollte ich es nicht mehr. Aber es hat sie erregt. Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Sie hat es getan. Kleine ich habe es gesehen. Sie hat es getan. Sie sind die Frau Steutz, wie wir schon gehört haben. Ja. Zunächst, wissen Sie was über diesen Fall, was Wesentliches? Ja, ich denke schon. Ja. Fragen an den Herrn Neuner noch? Keine. Bleibt weiterhin als Geschädigter unbeeidigt. Nehmen Sie bitte wieder hinten Platz. Frau Steutz, kommen Sie bitte nach vorn. Ja. Nehmen Sie auch hier Platz. Und Sie wissen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Sie könnten auch vereidigt werden. Dann bräuchte ich zunächst Ihre Personalien. Wie heißen Sie denn genau? Evelyn Steutz. Wie alt sind Sie? Ich bin 23 Jahre alt. Familienstand? Ich bin ledig. Sie wohnen in? In Berlin seit 3 Jahren ungefähr. Und von Beruf? Ich bin auch Schauspielerin. Und zurzeit am gleichen Theater wie Frau Kuhner und der Herr Neuner. Haben aber nicht in derselben Vorstellung mitgespielt? Nein, habe ich und nicht. Aber nicht verwandt oder verschwägert? Auch nicht. Ja, dann erzählen Sie mal, was Sie gesehen haben. Ja, also an diesem einen Abend war ich auf der Hinterbühne und ich habe genau gesehen, wie Frau Kuhner den Dildo zur Seite gelegt hat und das echte Ding vom Herrn Neuner. Hm. Wenn Sie nicht mitgespielt hatten, was hatten Sie denn überhaupt zu tun hinter der Bühne? Ja, das ist ja gerade das Lustige. Und zwar kam vor der Vorstellung, kam Frau Neuner noch zu mir und meinte zu mir, wenn ich denn mal wissen wolle, wie der Herr Neuner wirklich zu mir steht, dann soll ich einfach mal zuschauen während der Szene und dann kann ich sehen, was er so mit ihr macht. Das habe ich dann getan und habe dann zugeschaut, weil ich einfach neugierig war und dann habe ich es gesehen. Und dann habe ich mir nur gedacht, Erich, du bist so ein Arschloch.
Frau Stolz, noch eine Frage. Hatten Sie den Eindruck, dass der Herr Neuner sauer war in dem Augenblick? Ja, so einen besonders glücklichen Eindruck hat er eigentlich nicht auf mich gemacht. Aber ich meine, in dem Moment konnte ich es auch nicht wirklich unterscheiden. Ich meine, ich war einfach sauer und ich war wütend und traurig zugleich. Und in dem Moment hat er einfach nur verkrampft schauen können, weil er in jedem Moment hätte einfach erwischt werden können. Aber nach den Tatbeständen, die ich jetzt eigentlich eben gehört habe, könnte es eigentlich auch eher ein schmerzverzerrter Gesichtsausdruck gewesen sein. Zumindest hat er den bei mir nicht gemacht. Noch Fragen an die Zeugin, Frau Staatsanwältin, Herr Verteidiger? Verzicht auf Vereidigung bleibt nach 61.5 StP unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte hier hinten Platz. Sonst nichts mehr festzustellen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Ja. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, der Sachverhalt ist so, wie er angeklagt wurde, erwiesen. Die Angeklagte hat den Schauspielkollegen, Herrn Neuner, gegen dessen ausdrücklich erklärten Willen auf der Theaterbühne oral befriedigt. Dabei hat sie ihn körperlich verletzt. Sie handelte dabei absichtlich wegen der neuen Freundin. Der Sachverhalt steht aufgrund der Zeugenaussagen der Frau Stolz sowie des Herrn Remmling fest. Dadurch macht sich die Angeklagte der sexuellen Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung strafbar. Zur Strafzumessung ist Folgendes zu sagen. Zugunsten der Angeklagten ist zu berücksichtigen, dass sie nicht vorbestraft ist. Allerdings handelte die Angeklagte sehr verwerflich, da sie die Situation auf der Bühne ausnutzte. Insbesondere wollte sie Rache üben, da sie von dem Opfer sitzen gelassen wurde. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten zu verurteilen, welche auf Bewährung auszusetzen ist. Danke. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, wir haben heute viel über sexuelle Vorlieben gehört und Fantasien. Selbst wenn an diesem Abend in der Theatervorstellung Oralverkehr zwischen den beiden stattgefunden hat, reicht dies bei weitem nicht für eine Verurteilung. Voraussetzung für die sexuelle Nötigung ist das Ausnutzen der wehrlosen Lage. Er hätte sich jederzeit wehren können. Die Zuschauer können das nicht begründen und eine Verurteilung wegen einem Verbrechen. Erst recht nicht. Der zweite Punkt ist die Gewaltanwendung. Er hat zwar deutlich beschrieben, wie sie ihn gepackt hat und verletzt hat. Die einzigen Aussagen, die wir dazu haben, ist ein verzerrtes Gesicht. Das kann auch aufgrund körperlicher Erregung sein. Er hat es sehr glaubhaft vorgetragen, er ist Schauspieler. Es kann aber sein, seine Freundin hat sich danach von ihm getrennt, dass er vermutet hat, sie hat es mitbekommen und hat sich dann diese Geschichte überlegt, obwohl er es früher genossen hat und wahrscheinlich auch genau an diesem Abend wieder genossen hat, zu behaupten, es war gegen seinen Willen, dass er es vorher geäußert hat, heißt nicht, dass er bei der Tat es nicht freiwillig hätte genießen können. Ich beantrage daher ganz klar Freispruch. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Sie haben die beiden Plädoyers gehört. Sie können sich selbst verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ich bin nicht schuldig und er lügt. Dann zieht sich das Gericht zur Urteilsberatung zurück. Verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Natascha Kuhner ist schuldig der sexuellen Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, § 177 Absatz 1 Nummer 1, 223 Absatz 1, 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Er geht noch folgender Bewährungsbeschluss. Bewährungszeit dauert zwei Jahre. Der Angeklagten wird auferlegt, als Schmerzensgeld an den Geschädigten Erich Neuner einen Geldbetrag von 1.500 Euro zu bezahlen. Frau Kuhner, wir glauben dem Herrn Neuner. Zum Ersten, auch die Frau Stolz hat gesehen, dass es nicht der Plastik-Dildo war, den sie in den Mund genommen haben. Und die Frau Stolz hat überhaupt nichts mit dem Herrn Neuner abgesprochen. Im Gegenteil, die hat seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. Sie hat sich sogar wegen dieses Vorfalls von ihm getrennt, weil sie gedacht hat, es war alles im Einverständnis. Und sie hat überhaupt nicht versucht, ihm zu helfen. Er war ja, wie sie sagte, der böse Mann für sie. Zugleich hat auch der Herr Remmling gesehen, dass der Herr Neuner vorab sie gewarnt hat, so etwas zu tun. Er hat also deutlich gemacht, der Herr Neuner, dass er es nicht will. Und zum Dritten, warum sollte der Herr Neuner bitte überhaupt lügen? Die Frage allerdings, die hier alle bewegt, ist ja eine ganz andere. Geht das überhaupt bei einem Mann gegen seinen Willen? Ist das überhaupt eine sexuelle Nötigung? Vielleicht lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären. Wenn jemand entführt wird mit Waffengewalt und er wird dann in einer schönen Villa mit Swimmingpool festgehalten und plötzlich sagt der Entführte, so schlecht ist es hier ja gar nicht, hier würde ich auch freiwillig bleiben. War es dann etwa keine Entführung mehr? Am Anfang war es doch eine Entführung. Und der Entführer ist natürlich zu bestrafen.
Und genauso ist es hier. Mir ist es egal, warum es hier zum Samenerguss gekommen ist. Entscheidend ist, Sie haben ihn an empfindlichen Stellen festgehalten und Sie haben gegen seinen Willen seinen Penis genommen und an diesen Penis herummanipuliert. Und das ist schon eine sexuelle Nötigung. Und er hat es über sich ergehen lassen, weil er sich die Peinlichkeit ersparen wollte, vor großem Publikum die Vorstellung zu schmeißen. Das ist ausreichend für eine sexuelle Nötigung. Ja? Die Strafe mag vielleicht im ersten Moment hoch erscheinen, aber der Gesetzgeber hat einfach im Gesetz schon festgelegt, die Mindeststrafe für so eine Tat ist ein Jahr. Hat er natürlich mehr an die Frau als Opfer dabei gedacht, aber wir müssen uns an diesem Strafrahmen orientieren. Nachdem durch diesen schmerzhaften Griff noch eine Körperverletzung dabei ist, konnte es nicht ganz bei der Mindeststrafe bleiben. Deswegen war der Antrag der Frau Staatsanwältin 1 Jahr, 2 Monate genau richtig und passend. Selbstverständlich kann bei Ihnen diese Strafe hier zur Bewährung ausgesetzt werden. Sie können Berufung oder Revision einlegen. Das Nähere erklärt Ihnen Ihr Verteidiger. Die Sitzung ist geschlossen.